Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über die E-Com-Formel geschrieben, welche er mit 4,4 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. E-Com-Formel-Erfahrungen. E-Com-Formel von Reto Stuber. Hast du schon immer von einem eigenen Online-Shop geträumt? Du weißt aber nicht, wie man die Sache am besten angeht, welche Tools es gibt und willst am liebsten deine Zeit nicht mit endlosen Recherchen vergeuden? In der E-Com-Formel verrät Reto Stuber dir, wie man sich einen eigenen Online-Shop simpel und schnell aufbaut, mit Hilfe von Shopify. In nur einer Woche soll man mit Hilfe der Formel seine ersten Produkte bereits verkaufen können. Ich habe meine E-Com-Formel-Erfahrungen gesammelt und will euch dazu mein Review abgeben. Wer ist Reto Stuber? Reto Stuber ist der Inhaber der Stuber Media Group. Spezialisiert hat er sich auf die Produktion und das Marketing von digitalen und physischen Produkten und Inhalten über elektronische Kanäle. Anders ausgedrückt vertreibt und bewirbt er digitale Infoprodukte, T-Shirts und ist Inhaber mehrerer Webseiten. Reto Stuber arbeitet schon seit mehr als 15 Jahren in der digitalen Branche. Über effektives Social Media und Facebook Marketing hat er auch den Bestseller Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Twitter, Xing und Co. verfasst. Nachdem er seine Green Card für die Staaten gewonnen hatte, weitete er seinen Geschäftsbereich aus und gründete den Verlag Stuber Publishing Verlagsgruppe sowie die Onlineagentur.com. Durch einen Kollegen von ihm ist er auf das enorme T-Shirt-Business gestoßen und hat sich dort ein weiteres lukratives Einkommen erwirtschaftet mit dem Verkauf von Textilien. Wie genau er das gemacht hat, beschreibt er in seiner T-Shirt-Formel. Und es wird im Bonusteil auch in der E-Com-Formel angesprochen, um die es sich heute hauptsächlich drehen wird. E-Com-Formel-Inhalt. Was lernt man? Allgemeine Daten zum Kurs. Der Kurs besteht aus mehreren Modulen. Das Videomaterial umfasst ca. 12 Stunden. Als Zusatz gibt es zwei Bonusmodule zu dem Thema Verkauf von T-Shirts mit Shopify, Speedshirt, Amazon und so weiter. Und zu dem Thema, wie man Produkte bei Amazon verkauft. Neben den Videos gibt es noch Checklisten und Vorlagen, auf die man zugreifen kann. Der Kurs ist so gehalten, dass man das erlernte Wissen auf die unterschiedlichsten Nischen, Zielgruppen, Länder und Märkte anwenden kann. Natürlich richtet sich der Kurs an absolute Anfänger, die gerne im E-Commerce-Bereich durchstarten wollen. Demnach wird alles von Anfang bis Ende in kleinen, detaillierten Schritten erklärt. Aufbau des Kurses. Im Mitgliederbereich der E-Com-Formel findet man verschiedene Bereiche, die man nach und nach durcharbeiten kann. Business. Das ist mehr oder weniger der Start. Hier findet man unter anderem zunächst einmal heraus, mit welcher Plattform man in Zukunft arbeiten möchte. Dafür hat der Autor eine Matrix erstellt, die die verschiedenen Vorteile der einzelnen Plattformen aufzählt, damit man sich einfacher entscheiden kann. Der Autor selbst sagt aber, dass der Fokus des Kurses auf Shopify liegt. Sourcing. Sourcing ist das zweite Modul. In diesem erfährt man, wie man nach Produkten recherchiert und wie man die beste Auswahl trifft. Man erlernt auch, was sich hinter dem Begriff Copycat-Marketing verbirgt, welche Ideen sich umsetzen lassen und was schließlich sich auch gut verkaufen lässt. Shopify. Dieser Bereich widmet sich vollends der Plattform selbst. Der Autor zeigt also, wie man sich hier den Account einrichtet, wie man Themes installiert und welche empfehlenswert sind, wie man das Design angeht, wie man sich eine günstige Domain kauft, welche Inhalte absolut notwendig sind und die abschließenden Schritte. Angebot. In diesem Bereich wird sich um den Import von möglichen Produkten gekümmert, wie von Plattformen wie AliExpress. Auch dabei gibt es einige Dinge zu beachten sowie viele hilfreiche Tipps zur Erleichterung. Facebook Promotion. Dieses Modul ist dann das Facebook-Marketing. Natürlich will man seine Produkte am Ende auch verkaufen. Und dafür ist ein gutes Marketing heutzutage absolut notwendig. Zu Beginn wird auf die allgemeinen Einstellungen und Grundlagen eingegangen. Man erlernt, wie man eine Zielgruppe erkennt und wie man sie in den Facebook-Einstellungen definiert. Natürlich zeigt Reto Stuber auch, wie eine effektive und ansprechende Facebook-Anzeige aussehen sollte, damit möglichst die Zielgruppe auch darauf klickt. Weiter beschäftigt sich dieses Modell noch mit Facebook-Reporting und Retargeting, sowie mit den ganzen Tools, die die Plattform an sich bereitstellt. Der Umgang mit den Tools sollte unbedingt gelernt sein, da man so effizienter und besser arbeiten kann. Apps und Tools. Hier gibt der Autor noch die wichtigsten Tools an die Hand, die man benutzen sollte. Natürlich erklärt er auch, wie man sie verwendet. Unter anderem geht er zum Beispiel auf Google Analytics ein oder Smart 7 Cell. All diese Tools harmonieren natürlich mit Shopify. Operations. Bei Operations geht es darum, wie man einen PayPal-Zugang für Mitarbeiter einrichtet, wie man Gutscheine für Kunden erstellen kann und wie man einen einfachen Kundensupport einrichten kann. Zum Schluss gibt es noch zwei Bonusmodule, die ich ganz zu Anfang bereits erwähnt habe. E-Com-Formel, Review und Test. Der Kurs ist super schön strukturiert und so aufgebaut, dass man jederzeit 1A folgen kann. Ich bin begeistert davon, wie detailliert und aufschlussreich er einem das Thema näher bringt. Man bekommt im Prinzip ein Komplettpaket, mit dem man am Ende super durchstarten kann. Man weiß, wie der Shop aufgebaut
aufgebaut wird, wie man ihn mit Produkten befüllen kann und wie man letztlich gutes, solides Marketing betreibt, damit man auch verkaufen kann. Zunächst ist das Ziel, 10 Verkäufe am Tag zu generieren. Nach Optimierung und Skalierung sollte man es sogar auf 50 Verkäufe am Tag schaffen, so zumindest das Ziel. Ob man das wirklich erreicht, hängt immer vom eigenen Einsatz ab und auch von der Idee, die man mitbringt. Prinzipiell wird man aber so geschult, dass es theoretisch möglich ist. Mir sind eigentlich keine negativen Sachen am Kurs aufgefallen. Für meinen Geschmack enthält es die richtigen Informationen und auch genug davon. Im Prinzip kann man selbst eigentlich nichts mehr falsch machen. Man muss sich eben nur durchbringen und es auch wirklich tun. Hat man den Schweinehund einmal überwunden, dann läuft es. Ich bin momentan auf voller Feuer, weil ich schon lange eine Idee im Kopf habe. Mit dem korrekten Input jetzt fühle ich mich endlich bereit, das auch umsetzen zu können. Der Kurs gibt einem auch genau das Gefühl. Man kann es. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.